As the other clans strayed and disbanded, a merchant led us to a flower whose petals burned with toxin. Put the toxins in your skin, and you will gain great and strange powers. But those powers will drag you into madness. So, willkommen zu einer neuen Folge hier auf Game Inc. Mark of the Ninja Time, Martin mein Name. Und wir sind in Folge 37 angelangt. Es scheint nicht mehr weit zu sein, bis wir Azai erreicht haben. Doch zuvor müssen wir diesen Typen hier überwinden. Und ich habe bisher noch keinen Plan, wie das funktionieren soll. Wir haben keine Rauchbombe mehr und nur eine olle Kiste, die auf jeden Fall mal eingesetzt werden möchte. Das ist keine Frage. Nur wird sie uns hier wahrscheinlich nicht viel bringen. Tja, ich denke, wir werden nicht darum kommen, diesen Typen anzugreifen. Leider. Denn wir können sie ja nicht erledigen. Werfen wir noch einen kurzen Blick auf, wo wir hin müssen. Es ist immer noch hier. Wir haben den Hebel umgelegt, um die Türen hier zu öffnen. Und die zwei Ziele stehen uns noch bevor. Und wenn ich noch einen Blick auf den Punktestand werfe, dann sieht das gerade nicht sehr rosig aus. Ich erhoffe mir, dass wir da die Punkte kriegen dafür, dass wir kaum welche erledigt haben. Aber da bin ich mir auch nicht sicher. So, also, lassen wir es drauf ankommen. Das hast du super gemacht, ich bin beeindruckt. Vielleicht kriegen wir es noch hin, hier das Licht auszumachen. Nein. Willst du nicht kämpfen? Ich möchte ihn ohnmächtig schlagen, wunderbar. Tja, so viel dazu. Immerhin lebend davon gekommen. Hoffen wir, dass es sich hierbei um einen Einzelfall handelt. Tür zu. Das ist ein ungünstiges Gameplay gewesen. Level Design, würde der Jan hier sagen. Level Design. Und ihr wisst wahrscheinlich, was er damit meint. Wo kommen wir hier weiter? Ah, diese gemeinen Gatter oder was es da sind, die uns einfach nur die Sicht versperren. So außerhalb des Gartens. Außerhalb des Gartens sind wir nun. Wir können hoch und wir können unten entlang. Schauen wir, was unser allsehendes Auge dazu meint. Das Tor da oben ist tatsächlich immer noch zu. Gut, dann gehen wir eben unten entlang. Das riecht mir ein wenig nach Falle. Vielleicht wird hier die Kiste zum Einsatz kommen, damit wir uns verstecken können. Haben wir da oben etwas? Ich bezweifle es. Schwingen wir uns rüber. Das riecht doch nach Falle. Da kann man mir erzählen, was man will. Und wir werden nun sehen, was man mir erzählt. Oder uns vielmehr. Ach, sieh an. Da ist er schon. Ja, und die Kiste? Welcome home. Nun ja, ich bin nicht gerade begeistert, muss ich sagen. Also das ist ein wenig ein Reinfall. Zwei Feinde haben wir erledigt, wahrscheinlich bevor wir die Maske aufgesetzt haben. Und dann haben wir die Maske aufgesetzt. Was das Level ja recht interessant gemacht hat, aber wir konnten das hier nicht erledigen, weil wir die Abgeklärtheit nicht mehr haben. Und wir konnten die Halluzination im Grunde auch nicht erledigen, weil wir niemanden töten konnten. Ich wusste auch nicht mal genau, wie diese Halluzinationen aussehen. Waren das diese Gesichter an der Wand? Die konnte ich ja nicht erledigen.
Tja, und die Punkte hier von 8000, die haben wir auch nicht gekriegt. Hätte aber auch nicht gelangt. Da wären wir höchstens bei 20 gewesen. Ne, im Moment bei 25. Ne? Nein, was rede ich dir? Bei 22. Verdammt, Mathe. Das geht gar nicht in meinen Kopf rein. Hin ins nächste Spiel. Unzufrieden, möchte ich mal. Put down your sword. I am not your enemy. You risked our lives and our clan, all to hide your failure. Who are you listening to? Have the hallucinations grown so strong? The voice you hear is temptation. It is trying to trick you, to turn you against us, to lead you into madness. You must not let it. I've never lied to you. You swore an oath to save the clan. Sacrifice yourself. Reclaim your honor, and you will give us a chance to survive. The clan gave up its honor, its guts, and its pride. It's not worth saving. I will leave you to make your decision. Take our ancestral blade from its shrine, and come when you are ready. Ja, sieh mal an. Damit hatte ich nicht gerechnet. Das ist ja eine interessante Wendung. Unser Gefolgin, die scheint nicht echt zu sein. Wir haben hier offenbar einen inneren Konflikt am Start. Naja, man wurde über die Schriftrollen ja schon ein wenig... die Schriftrollen, die haben ja schon ein wenig darauf hingedeutet. Aber dass das jetzt so kommt, dass wir hier diesen inneren Konflikt haben, damit habe ich nicht gerechnet. After we kill Azai, we must cleanse the rest of the clan. None of them have any honor. Jetzt ergeben die Schriftrollen natürlich deutlich mehr Sinn. Jetzt ist die Frage, ob unser Charakter hier größenwahnsinnig wird. Oder ob das wirklich eine ernstzunehmende Intuition ist, die er da hat. Und ob der Clan hier sich wirklich selbst verraten hat. They called him Azai the Measured. But Azai would be his legacy. Die Sache mit diesem Technologiekram ist natürlich Realität, ne? Das haben wir uns ja nicht eingebildet. Oh, junger Mann, wo hast dich da nur reingemanövriert, Mensch? This is the shrine of our ancestors. I wish we could hear their advice. Ja, machen wir doch. Es kommt davon, wenn man... When you finally face Azai, don't let me down. He needs to pay for what he has done. Mit den falschen Leuten, mit dem falschen Zeugs romantiert. Ich hoffe, wir machen hier keinen Mist. Viele Möglichkeiten haben wir im Moment nicht. Kann ich mich bewegen? Oh, tatsächlich. Oh, das ist schön. Ein bisschen wie Assassin's Creed hier. Mal die Maus beiseite, können eh nur laufen. Die Geschichte der Templer. Ist aber schön, wie der innere Konflikt hier visualisiert wird. Mit der Frau, mit dem ganzen Drumherum. Thank you.
Warum? You and I, we've always been together. Tja, jetzt stehen wir hier vor Asai. Schauen wir mal, wie unser Charakter reagiert. Okay. Ach was, nein. Jetzt soll man sich hier entscheiden. Einerseits habe ich gehofft, dass wir diese Entscheidung bekommen. Auf der anderen Seite weiß ich mich hier echt nicht zu entscheiden. Ich weiß nicht, ob die Frau links, deren Namen ich jetzt leider vergessen habe, ich glaube Ori oder so, ob die jetzt unsere Intuition ist und uns dahin geführt hat, wo wir jetzt sind. Oder ob das einfach nur eine Halluzination ist, bedingt durch die Tattoos. Und wir einfach nicht manns genug sind, damit umzugehen und an uns selbst scheitern. Und auf der anderen Seite halt Asai, der Meister. Der aber, das muss man ihm halt auch vorhalten, die Sache mit der Technologie und dergleichen am Start hatte, ne? Und wir wussten davon nichts. Er hat es verheimlicht. Also das ist schon ein Fakt, den man auch berücksichtigen muss. Auf der anderen Seite... Ja, also gut. Ich sag's ganz ehrlich. Ich höre lieber auf mich selbst. Und ich würde sie eher bevorzugen, was die Entscheidung angeht. Also die Tatsache, dass er das hier verheimlicht hat, was er da am Start hatte, und uns nicht voll und ganz aufgeklärt hat in dem, was wir tun, kann man natürlich auch sagen, dass das von ihm jetzt eine Art Prüfung ist und dass das hier gewissermaßen als Teil der Prüfung zu betrachten ist, nämlich dahingehend, wie wir mit diesen Tattoos, die wir da kriegen, umgehen. Ob wir daran scheitern oder ob wir daran festhalten. Ich überlege an dieser Stelle auch, ob ich 2 Folgen draus mache und beide Enden vorstelle oder ob ich es nur bei einem belasse. Weil wenn man schon eine Entscheidung trifft, dann bleibt man auch mal dabei. Ich entscheide mich für links. Ich gehe mal davon aus, dass es meine Intuition ist. Und ich gehe davon aus, dass er uns ausreichend trainiert hat, dass wir mit den auf die Halluzinationen ausreichend vorbereitet sind. So. Dabei bleibt es jetzt einfach. Hier. Moment. Ach so. Ich dachte, ich entscheide mich. Ich möchte die jetzt nicht töten. Kann ich das abbrechen? Och nö. Och nö. Ja, super. Ihr seid witzig. Ah, Glück gehabt. Jetzt kriege ich es mal auf die Reihe, mich hier zu entscheiden. Und dann passiert sowas. Wobei, natürlich, er hat auch sein Schwert hingelegt. Man könnte jetzt auch kämpfen, ne? Warum muss ich ihn eigentlich töten? Kann man da nicht normal drüber reden? Ja, mal gucken, wie er reagiert. Okay, er macht auch nichts. Boah, das ist echt scheiße. Naja gut, also wir haben uns entschieden. Fertig jetzt.
Okay, das war's dann offensichtlich. Also ich find's super, wie das Spiel geendet hat mit dieser Entscheidung. Ich find's etwas traurig, dass man da jetzt alleine mit stehen gelassen wird und dass man auf die Fragen, die ich da jetzt gerade gestellt habe, keine Antworten kriegt. Ich weiß jetzt immer noch nicht, ob das hier die Intuition ist, die wir hatten. Und festgestellt haben, dass hier im Clan eben, ja, man sich selber verrät. Wobei mir gerade einfällt, als wir den Gang da entlang gegangen sind und die sich verbeugt haben, da war die Frau schon ein bisschen abfällig in dem, was sie gesagt hat. Eventuell war das jetzt doch der Größenwahn, der uns hier vorangetrieben hat. Aber letztlich wissen wir es auch nicht. Ich meine, dann müsste der Meister, hätte der da nicht reagieren sollen? Oder war das hier seine Reaktion? War das der Test? Naja. Es ist jetzt wie es ist. Machen wir das Beste draus. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Als Fazit kann ich zu dem Spiel sagen, es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Also der Umfang des Spieles ist super. Ich hatte ja ein paar Mal in den letzten Folgen angemerkt, dass die Story wohl nicht so, ja, bahnbrechend ist. Mit dem, was jetzt hier am Ende passiert ist, habe ich nicht gerechnet. Ich habe auch nicht damit gerechnet, dass diese Frau da mehr ist als nur eine Begleiterin. Zumindest ist mir das nicht aufgefallen. Was das Spiel an sich angeht, von der Atmosphäre, vom Gameplay her und von den Möglichkeiten, die es einem bietet, also ist es das Geld auf jeden Fall wert. Wir haben leider nicht alles freischalten können. Ich weiß nicht genau, woran das liegt. Ob ich da jetzt irgendwas übersehen habe. Leider erst im... Nein, im Grunde habe ich es übersehen. In der Mitte des Spiels habe ich ja erst festgestellt, dass man diese Siegel, diese Nebenziele da eben auf jeden Fall erreichen muss, um die Fähigkeiten freizuschalten. Da weiß ich nicht so recht, ob mir das gefallen will. Besonders wenn man berücksichtigt, dass diese Ziele, die man da erreichen kann, auch mit den Masken zusammenhängen, wie wir das am Ende erfahren haben, eben mit dieser Abgeklärtheit. Was wiederum auch nicht viel Sinn macht, weil wir haben ja extra dieses Tattoo bekommen, das uns das ermöglicht. Zumindest habe ich das so verstanden. Das sind ein paar Stellen im Spiel, wo ich mir denke, das hätte man gescheiter lösen können. Auch was das Intro angeht. Vielmehr das Tutorial, da bin ich mir nicht so sicher. Also das sind ein paar Sachen gewesen, da hätte man besser darauf hinweisen sollen. Auch diese Abgeklärtheit. Mag sein, dass ich da total blind war. Dass man da das Ganze verwenden kann, wie die Schurken, die man da wirft. Oder vielmehr die Bambuspfeile. Dass man angeben kann, wo man hin sich hin huscht. Naja, gut. Aber auf jeden Fall, das Spiel ist seinen Preis wert. Da kann man, denke ich, nichts viel falsch machen. Ich kann es wirklich nur jedem empfehlen. Jeder, der auf diese Art von Spiele steht, der wird da bestimmt sehr zufrieden sein. Was haben wir hier? New Game Plus. Du hast ein neues Spiel Plus Modus freigeschaltet. Du kannst ein neues, noch anspruchsvolleres Spiel starten. Aber mit all deiner Ausrüstung und allen Upgrades. Feinde werden tödlicher sein, Geräuschringe nicht angezeigt und du... Naja, ob ich das mache, weiß ich noch nicht. Könnt ihr ja gerne mal Kommentare dazu geben. Was man dem Spiel hier auch noch gerade fällt mir eher auf, ankreiden muss, ist das mit dem Text. Das passt manchmal nicht ganz drauf. Ich weiß nicht, was man sich dabei gedacht hat. Das ist natürlich, was die Tutorials angeht, ein wenig fragwürdig. Es gibt Ladescreens, die habt ihr jetzt natürlich nicht gesehen, die habe ich rausgeschnitten. Da gibt es dann unten immer diese Tipps, was man da machen kann. Und wenn man dann diese Tipps liest und da sind Rechtschreibfehler drin und Texte nicht teilweise nicht vollständig,
ausgeschrieben, dann ist das schon fragwürdig. Na gut, ich denke, ich habe genug Kritik geübt. An sich bin ich zufrieden mit dem Spiel. War seinen Preis auf jeden Fall wert. Und wie gesagt, ich kann es eben nur empfehlen. Ärgere mich aber, dass man hier am Ende jetzt ein wenig alleine damit stehen gelassen wird. Naja, und ob ich das hier mache, muss ich mal noch schauen. Ich habe gesehen, auf YouTube gibt es jetzt die Möglichkeit, Abstimmungen zu starten. Vielleicht werde ich dieses Gimmick hier mal in dieses Video reinbauen. Und dann könnt ihr ja mal diese Abstimmung, wenn ich das hinkriege, nutzen. Ob wir das weitermachen oder nicht. Nochmals vielen Dank fürs Zuschauen. War ein Riesenprojekt, war mein erstes Projekt hier auf Game Inc. Ich hatte mit einem kleineren gerechnet. Nun haben wir hier 37 Folgen am Start. Aber wir haben es auch gemeistert. Wir haben es durchgezockt. Und nochmal vielen Dank fürs Zuschauen. Bis auf dann.